Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe gerade Terminator Dark Fate zum ersten Mal gesehen. Ich weiß gar nicht, was sie alle haben gegen den Film. War okay, der Film. Der Film war okay. Gut, der Anfang ist ein bisschen blöd. Der war blöd, der Anfang. Da hab ich gedacht, ach du Scheiße, was passiert hier denn jetzt? Nein. Aber ja, Sarah Connor hat ein paar ihre Sprüche immer, die sie da immer sagt. Da kam es am Anfang mir vor, als wenn er Arnie steht und da die Sprüche sagt. Aber so hat er sehr stark erinnert an Teil 2. Also, auch das Ende. Da stehen die beide da auf und das sieht genauso aus wie das Ende von Teil 2. Also, Arnie hat auch irgendwie, ja, der hat auch eine gute Rolle bekommen. Aber ich hab ihn dann nicht so abgekauft, den Terminator. Das war alles zu menschlich alles. Ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall, die Frau in dem Film, die modifiziert wurde, die hat auch gut gemacht. Die Kämpfe waren auch richtig gut in dem Film. Die Kämpfe und die Action war richtig gut. Aber nur wenn sie da ein bisschen gequatscht haben, so. Dass auf einmal, wie sie da gequatscht haben, das war ein bisschen Blödsinn. Also manchmal war das ein bisschen dämlich, so. Und so war, ansonsten fand ich den Film ganz okay. War ein guter Actionfilm. Ob das nun ein richtiger Terminator sein soll? Also, ich kann mir schon vorstellen, dass der gefloppt ist an den Kinokassen. Also, auf jeden Fall hat er gute Action gehabt. Die Kämpfe waren geil. Auch der Schluss, der war auch richtig gut. Der hat mir auch gut gefallen. Ja, also wie gesagt, der ist sehr stark an Teil 2 angelehnt. Viele Szenen aus Teil 2. Da habe ich auch gedacht, als ich den gesehen habe, ey, da habe ich doch, ey, die Szene kennst du doch aus Teil 2. Genauso wie in Teil 2 war die Szene, die gerade in Dark Fate war. Heftig, ey. Okay. Ja, also ich fand den Film ganz okay. War ein guter Actionfilm. Okay. Da war eine Kurzkritik an Terminator Dark Fate. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Mal, ich habe den Film zum ersten Mal gesehen. Ich habe gedacht, darüber muss ich mal ein bisschen quatschen. Da einfach mal ein bisschen was drüber reden. Okay. Wenn dir das gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.